befinden uns hier am Fuß der Amöneburg unterhalb der historischen Waschbachquelle. Diese Fläche hat die untere Naturschutzbehörde als Naturschutzgebiet ausgewiesen, weil hier ganz viele seltene Tier- und Pflanzenarten wachsen und auch geschützte Lebensräume sich hier befinden. Und die Naturschutzbehörde hat den Auftrag, diese Lebensräume und Arten langfristig zu sichern. Der Kreis lässt regelmäßig Begutachtungen von Planungsbüros durchführen. Es gibt drei Untersuchungsquadrate hier auf der Fläche. Die werden regelmäßig begangen und ausgezählt. Die Anzahl der Arten werden ausgezählt, um genau festzustellen, ob sich die Arten hier ausbreiten können oder ob sie zurückgehen. Der Landkreis hat sich ja der hessischen Biodiversitätsstrategie angeschlossen. Damit hat er eine Verantwortung zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser Lebensräume und der seltenen Arten. Und deshalb wurde dieses Gebiet hier zum Naturschutzgebiet erklärt, um den Schutzstatus zu erhöhen. Hier hat der Naturschutz Vorrang und hier wird die Biodiversität erhalten. Und das kommt letzten Endes uns Menschen auch zugute.